Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. So, nach einem Tag, dann kommt wieder der fahrende Händler, bei dem wir all unsere Sachen verkaufen können. Müssen wir schauen, ist hier noch was drin? Nein. Aber ich habe, glaube ich, noch ein paar... Ja. Meine Blumen habe ich alle mit. Hier habe ich noch die ganzen Karottensamen, die aber für den Herbst sind. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir noch mal Steckrüben anpflanzen können, dass die auch noch für den Herbst sind. Da bin ich mir halt nicht ganz so sicher. So, wir müssen mal schauen, ob hier die Bananen runterkommen. Ja. Hallo, ich möchte gerne was sehen. Okay, Bananen sind noch nicht bereit. Aber hier sind zumindest zwei Melonen, die ich verkaufen kann. So, was haben wir denn hier? Tomaten, die sind für den Frühling und Herbst. Erdbeeren wachsen ja eigentlich auch schon im... Ach nee, Herbst bis Frühling. Okay, also Herbst, Winter, Frühling. Wir haben ja Sommer, wir müssen mal schauen. Frühling bis Herbst wachsen die und die wachsen Herbst bis Winter. Also nutzen mir die Karotten ja eigentlich noch gar nicht. Doch, die nutzen mir dann was im Herbst, alles klar. Bei den Steckrüben muss ich auf jeden Fall nochmal schauen. Ob ich die dort reinpacken kann. So, die restlichen sind ja alle voll. Sehr gut. Also Steckrüben würde ich auf jeden Fall gerne nochmal... Will ich gerne nochmal anbauen. Da werden wir mal schauen, dass wir die noch kaufen können. So, erst einmal auf jeden Fall... Nee, du willst nicht. Na gut, wenn du nicht... Wenn du nicht willst... Dann kuschel ich wenigstens mit dir. Das sollte auf jeden Fall klappen. So, und beim Regen darf ich euch auf keinen Fall rauslassen, wurde mir gesagt. Okay, gut. Und dadurch, dass es ja jetzt hier so richtig extrem dolle regnet, schauen wir mal, ob wir ein bisschen was einsammeln können, dass wir noch was sammeln können, was ein bisschen Geld bringt wenigstens. Denn wir haben ja, glaube ich, im letzten oder im vorletzten Part haben wir uns ja den Teich gekauft. Für knapp 10.000. So, und Blumen kann ich hier auf jeden Fall auch nochmal einsammeln. Wie gesagt, die bringen definitiv ein bisschen Geld. So, das Lockenkraut nehme ich mit. Dann würde ich sagen, wenn wir einmal hier oben sind, probieren wir gleich den Pilz für ein neues Rezept. Da werden wir nämlich klein und können zu den Gnomen gehen. Sag mal, darf ich dir was beibringen? Es macht auch viel Spaß, versprochen. Ich weiß nämlich ein neues Rezept. Ich habe ein paar Menschen darüber reden hören, also muss es gut sein. Rezept für Chopsalat gelernt. Gut, mein täglicher Besuch bei euch ist erledigt. So, ab um 10 könnten wir theoretisch gesehen schürfen. Dadurch, dass es aber noch nicht um 10 ist... Gehen wir erstmal weiter und schauen mal, ob wir die Steckrüben vielleicht sogar noch sammeln können. Ob wir die hier kaufen können. Hallo, hallo meine Liebe, ich möchte gerne was kaufen bei dir. Hallo Silke, ist das nicht ein wunderbarer Morgen? Nützen wir den Tag. Ich habe mir von den Feldfrüchten etwas gewünscht, nämlich, dass sie für uns groß und stark werden. Abgesehen davon, möchtest du etwas bei uns kaufen? Und dann schauen wir. Okay, warte mal. Steckrüben. Sommer bis Winter. Die wachsen nämlich auch noch. Ewig. Dann können wir die nämlich auf jeden Fall... Da kann man auch nochmal 50 mitnehmen auf jeden Fall. Ja. Ja, für 1000 Gold. Klingt gut. Nehme ich gerne mit. So, ich bin mit dem Einkauf fertig. Dankeschön. Vielen Dank. Komm bald wieder. Mache ich. So, Steckrüben. Jetzt muss ich erstmal schauen. Erdbeeren. Also das ist alles Herbst. Das packe ich mal rüber und die Steckrüben sind zum Beispiel auch vom Sommer bis
Vom Sommer bis zum Winter. So, gab es hier oben vielleicht noch irgendwo Blumen zum Einsammeln? Ich könnte mir natürlich auch definitiv ein bisschen Fisch holen. Ein bisschen Fisch angeln, weil der bringt ja auch so einiges an Geld. Könnte natürlich noch mal versuchen hier zu angeln. Weil dadurch, dass wir jetzt so viel Geld ausgegeben haben, können wir gerne ein bisschen Geld auch vertragen wieder. Da müssen wir nur hoffen, dass halt die Fische mitspielen, ne? Die sind noch ein bisschen zaghaft am frühen Morgen hier. Da kommen wir jetzt an. Sehr gut. Ich finde es noch gar nicht so schlecht, dass wir ja gar keine Köder brauchen. Um die zu angeln. Oh, XXL Wakasagi, 22 cm. Könnte sogar vielleicht ein bisschen mehr Geld bringen. Wir können natürlich auch noch mal am Meer angeln gehen. Und natürlich müssten wir zu Lumina und... Ach, Mist. Habe ich versaut. Warte mal, wenn ich jetzt mein Pferd rufe, kommt das? Sehr gut. Das finde ich natürlich auch toll, dass man das Pferd an jeder Stelle rufen kann. So, ihr habt ja gar nichts weiter hier für mich zu tun. Lumina wird wahrscheinlich wieder Klavier üben. Ja. Das heißt, ich brauche hier gar nicht reingehen, weil ich mit ihr ja sowieso nicht reden kann. Alles klar. Mann, renne ich da dagegen. Da ist unser Flötenspieler. Ach, ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen Dünger kaufen, ne? Weil ich brauche ja. Ich brauche ja auch das Gras. Brauche ja auch das Gras. Wo ist meine Kuh? Bist du schon bereit zu melken? Echt nicht? Ich habe dir doch extra gutes Futter gegeben. Na, dann müssen wir noch mal hier schauen. Habt ihr ein Ei für mich? Ja, sehr schön. Nimm das mit. Ihr dürft aber heute auch raus. Natürlich, wenn es regnet, müsst ihr auf jeden Fall sofort wieder rein. So, wie sieht es denn hier in unsere Kiste aus eigentlich? Haben wir noch nichts drin? Heute ist ja auch noch nicht der Tag, wo der Händler kommt. So, vier von denen dort drüber, ein von das, ein von dem. Die Fische kann ich auf jeden Fall verkaufen. Die zwei Wassermelonen. Nee. Ich werde mal drei Wassermelonen auf jeden Fall hier reinpacken. Und eine Wassermelone verkaufen. Gibt wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich gucke, schaut mal, hier habe ich auf jeden Fall noch welche, die ich ernten kann. Hallo? So, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen hier noch auf jeden Fall noch mal Steckrüben hin. Hier oben war noch irgendwo eine Steckrübe, ne? Ansonsten bin ich hier eigentlich komplett durch wieder. Alles klar, gewässert sein muss es ja. Meine Kuh mag immer noch nicht so richtig. Aber wir haben zumindest unsere
unsere Belohnung bekommen. Was ist mit dem Gartenteich eigentlich? Warte lieber, bis folgende Eichen abgeschlossen ist. Teich, ach so. Wird jetzt wahrscheinlich gebaut hier. Gut. Dann warten wir halt. Ah, ich habe noch eine Melone und dieses komische Kraut. Das Kraut kann ich ja sowieso nicht verkaufen da. Ah, die Melone kann ich weggeben. Ich werde aber trotzdem noch mal gerne hier ein bisschen buddeln gehen. Vielleicht haben wir heute Glück und bekommen wieder was Besonderes dort raus. Ansonsten ist es ja zum Verkaufen auch nicht so schlecht. Ja, Silke, ich hatte gehofft, dass du hier bist. Ja, komm, wir wollen loslegen. Fertig für Kram? Nein, noch nicht. Na gut, dann nur weiter, ja. Also, das Problem ist, man muss halt öfter als einmal an diesen verschiedenen Stellen buddeln. Das dauert auch seine Zeit, ne? Aber zumindest ein was wollen wir finden hier. Ah, das ist nur eine alte Münze, okay. Wir nehmen sie aber mit. Ist ja besser als nix. Eine alte Münze gefunden. So. Ich weiß auch nicht, ob man lieber am Rand gräbt oder ob man lieber irgendwo in der Mitte gräbt. Das erschließt mich hier noch nicht so richtig raus, wo es das Beste gibt. Und wie gesagt, man muss auf jeden Fall öfter buddeln, aber hier ist auch wieder nur eine alte Münze. Mann, bleibt da nicht da stehen. Ich wollte die Münze auf jeden Fall ausbuddeln. Mach's mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Wenn du hier immer rumlatscht, habe ich gar keine Chance, hier irgendwas auszubuddeln. Okay, was haben wir da noch? Also eine Olle. Eine komische Statue noch. Und da, ah Gott, na, ich wollte ein Feld weiter. Ah, Mann. Ihr seid echt nervig, geht doch mal woanders hin buddeln. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum stellt ihr euch immer genau dahin, wo ich buddeln will? Das ist doch Timing. Aber ich kann, glaube ich, sowieso nur bis 17 Uhr buddeln, ne? Okay, die Münze haben wir noch. Sehr schön. Aber ist halt kein altes Fossil oder irgendwas. Mann, musst du jetzt wieder da gucken. Der ist echt nervig. Der will vielleicht doch Feierabend machen heute. Ah, hier könnte es auch noch irgendwas geben. Was ist das? Ein altes Fossil haben wir hier gefunden. Okay. Ich habe noch bis 17 Uhr Zeit. Bis 17 Uhr kann ich noch buddeln. Ich würde gern die Münze dort hinten noch ausbuddeln. Okay, die haben wir. Jetzt kriege ich auf jeden Fall auch noch die andere. Wie gesagt, eigentlich dann eher nur zum Verkaufen. Weil da habe ich ja dann einige. Ah, der geht auch jetzt, ne? Ich denke mal, jetzt ist Schluss. 17 Uhr, da verschwindet er. Aber vielleicht habe ich ja Glück und bekomme das Teil hier noch ausgebuddelt. Ja, sehr schön. Ach, so eine alte Statue wieder. Heißt also, es ist nichts dabei. Hä? Keiner mehr da? Silke, die Grabestunden sind vorbei. Bitte komm nach draußen und zeig mir, was du gefunden hast.
So, schau mal. Es tut mir leid, da ist heute leider nichts dabei. Du darfst es aber behalten. Na, immerhin was. Immerhin etwas. So, wir müssen aber wie gesagt halt nochmal. Oh. Der Fluss steckt voller schwimmender Fische. So viele Fische. Ich muss versuchen, einen zu fangen. Na, warte mal, das. Das ist gar kein Problem. Vielleicht kann ich ja einen angeln und schenk dir einfach einen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Schau mal, da kommt einer. Den sollte ich für dich eigentlich fangen können. Sehr gut. So, der ist auch halt nicht so groß. So, hier, guck mal. Ah, ist das für Pui? Na klar, ist das für dich. Hihi, du hast einen Freund sehr glücklich gemacht. Vielen Dank. So, das freut mich. Wunderbar. So, hier ist Rocket. Oder Rock. Da vorne, ihr könnte ich natürlich auch was schenken. Ich würde aber gerne, wie gesagt, eher zu Lumina gehen. Erstmal schauen, ob ich hier nochmal melken kann. Ja. Sehr schön. Dann rufen wir unser Pferdchen mal. Und dann schauen wir mal, wo Lumina sich rumtreibt. Ob sie überhaupt schon zu Hause ist. 18:27 Uhr. Ziemlich spät. Wird ja nicht immer noch Klavier spielen. Die spielt echt immer noch Klavier, das gibt's ja gar nicht. Warum geht's denn? Ich bin nur zum Plaudern hier. Herzlich willkommen, ich freue mich auf deinen Besuch. Na toll. Sag mal, spielst du den ganzen Tag Klavier oder spielst du abends wieder Klavier? Das ist. Ich wollte ja eigentlich noch ein Blümchen schenken, also. Also irgendwann muss ja mal. Irgendwann muss ja mal Schluss sein hier mit Spielen. Jetzt ist Schluss, okay. Muss ich natürlich noch schauen, wo du bist. Abgeschlossen. Niemand zu Hause. Zimmer wird wohl nicht benutzt. Mal da ist Sebastian. Okay, der ist gerade hier in der Küche. Und Lumina ist weg. Na toll. Scheint niemand zu Hause zu sein. Toll. Wo ist die denn jetzt hingerannt? Ach Mann, auf die Mädels ist halt kein Verlass mehr. Die alte Opi, die wird ja nicht jetzt schon schlafen oder so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Dünger. Dünger werde ich mir auf jeden Fall nicht mehr leisten können heute. Ich werde euch erstmal auf jeden Fall in den Stall rufen, nicht, dass ich das wieder vergesse. Doch, ihr sollt bitte dort rein. Da geht es euch auf jeden Fall ein bisschen besser dort drinnen. So, dann würde ich sagen, die Melonen verkaufe ich diesmal. Das kommt dort rein und die Milch verkaufe ich auch. So. Immerhin 1300. Ich glaube aber auch nicht, dass hier hinten irgendwas fertig ist, ne? Aber die Steckrüben sind halt auch immer noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen.
So langsam sollten die aber mal fertig werden. Vielleicht haben wir ja Glück, dass sie morgen fertig werden. Ah, Gießkanne leer. Großartig. Aber wir kommen zumindest noch einmal rum drum. Das sollte vom Gießen her und von der Ausdauer eigentlich ausreichen, bevor wir ins Bettchen gehen. Wenn nicht, muss ich halt noch eine Suppe essen. Ah, sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Okay. Super. Und unser Hundi ist auch hier draußen. Mit dem könnte ich auf jeden Fall auch nochmal knuddeln. Okay. Sehr gut. Nochmal drehen und dann ist gut. So, in unserem Stall könnte man natürlich nochmal reinschauen, ob ich... Ja, da brauche ich nochmal Futter und da brauche ich auch nochmal Futter. Aber wie gesagt, ich brauche eigentlich Dünger, weil ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel. Aber Hühnerfutter brauche ich gar nicht so viel. Zumindest nicht so viel, wie ich gedacht habe. Warte mal, hier ist deine Hütte. Da ist meins. Ich muss auf jeden Fall hier wieder rein. Dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, morgen sollte eigentlich der Händler kommen. Ja, hier werde ich meine ganzen Sachen verkaufen. Bin vielleicht sogar abends hier am Fluss nochmal angeln gehen. Ein bisschen Energie habe ich ja noch. Vielleicht beißen ja abends andere Fische als am Tag. Und wie gesagt, Fische ist ein gutes, sind gut zum Verkaufen. Die bringen zwar, glaube ich, nicht ganz so viel. Aber besser als nichts, ne? So, 10 cm, das ist jetzt nicht so groß. Kommt schon wieder einer? Oh, der sieht ein bisschen größer aus, zumindest so vom Schatten her. Aber es ist 23 Uhr, ich muss dann auf jeden Fall auch ins Bett gehen. Meine Energie ist auch nicht mehr so gut. Wir müssen dann halt sehen, was es morgen, was der morgige Tag uns bringt. Wow, sehr schön. Ich kann hier unter den Rock gucken, oder? Das macht man aber nicht. Oh, XXL Wakasagi. Okay, sehr schön. Die kommen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich die verkaufen kann. Aber ich glaube, da das spielt... Nee, Fisch kann ich im Allgemeinen so nicht verkaufen. Genau, da habe ich nämlich schon zwei. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Die Folge ist vorbei und wir sehen, was der morgige Tag dann so alles bringt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal zu Story of Seasons. A Wonderful Life. Macht's gut, euer Basti.